die Mitte. Schönen alten Brunnen reanimiert hier. Der Garten, der hier in vier Bereiche aufgeteilt ist, jeweils in der Mitte dann mit einem schönen Kranz. Man kann hier schön Lust wandeln, wie man das in diesem Barockgarten getan hat. Deswegen haben wir auch die Wege mit dem Kies wieder so angelegt. Gegen Süden dann gibt es hier eine leichte Terrassierung, wo auch dann das Café ist. Und gegen Westen haben wir dann noch einen schönen Kräutergarten angeschlossen. Und das ist natürlich alte Klostertradition, verschiedene Kräuter nicht nur zum Anschauen, sondern auch zum Verwerten angelegt sind. Herzlich willkommen heißen wir uns im Stift St. Paul. Ich bin der Frater Maximilian und freue mich, Sie jetzt die nächsten anderthalb Stunden durch unser Kloster führen zu können, Ihnen unsere Bibliothek zu zeigen, unsere Ausstellungen zu zeigen, Ihnen zu zeigen, wie es dazu kam, dass im Jahr 1091 Benediktinermönche hier sich angesiedelt haben, wie sich das Mönchtum im Mittelalter verändert hat und wie wir heute hier versuchen, im Jahr 2018 das benediktinische Ideal zu verwirklichen und als Benediktinermönche in Kärnten für die Menschen zu leben.